Jeder Segler hat bestimmt die Panikvorstellung, er befindet sich auf einer Langstrecke, sagen wir mal über den großen Teich, 3 Wochen unterwegs. Nach 3 Tagen fällt der Autopilot aus und man ist gezwungen, Ruder zu gehen. Unvorstellbar, ein Schiff heutzutage über so lange Zeit von Hand zu segeln. Deswegen ist immer wieder die Diskussion, was für ein Backup kann man sich schaffen, um dieser Situation zu entgehen. Wir haben uns entschlossen, auf der Steuerbordseite des Katamarans exakt denselben Autopiloten einzubauen, der auch auf der Backbordseite schon vorhanden ist, und werden euch jetzt zeigen, wie wir das gemacht haben. Wir sind Brigitta und Hannes. Wir haben uns entschlossen, gemeinsam um die Welt zu segeln. Hierfür haben wir uns einen Katamaran, eine Lagoon 40, gekauft. Diese haben wir nach unseren Vorstellungen ausgerüstet und wohnlich eingerichtet. Denn Maria Noah ist für unbestimmte Zeit unser schwimmendes Zuhause. Mit Maria Noah sind wir von Le Sable an der französischen Atlantikküste über Gibraltar und den Kanaren auf die Barfußroute gestartet. Viele Abenteuer liegen vor uns, die wir mit euch teilen wollen. So, während der vorhandene Autopilot sich hier in der Backbordseite, also im Backbord-Maschinenraum befindet, den machen wir jetzt aber auch mal auf. Pilot findet sich hier. Daran kann ich jetzt alles mir angucken, wie das gemacht wird. Ist auf der anderen Seite ein Steuerbord, sozusagen spiegelbildlich genau der gleiche Platz, und den werde ich jetzt füllen. Da ist sozusagen Platz, um jetzt den Autopiloten einzubauen, wobei jetzt der Autopilot selber, also das hydraulische Element, ja noch gar nicht da ist, aber alles andere drumherum. Ja, für die Installation haben wir sowohl den Lecomble und Schmidt Hydraulikzylinder als auch die B- und G-Teile, also die zu dem Autopiloten gehören, die gesamte Steuerung, sprich der Computer, den Rudergeber, den Präzisionskompass und die Anzeigen oder Bedienteile besorgt. Und da werde ich jetzt euch zeigen, wie ich die Stück um Stück mühsam eingebaut habe, bis dann Carlos, der Elektriker vom örtlichen Ausrüster hier, Royal Nautic in Las Palmas, Gran Canaria, gekommen ist, um das alles zu verdrahten. So, hier im Backbordmotorraum befindet sich dieser Computer, dieser NAC 3. Der ist hier so rückwärts an so einer Schottwand geschraubt. Und das werde ich jetzt mal gucken, ob ich drüben im Steuerbord genau die gleiche Stelle auch frei habe, um den Computer da zu montieren. Ja, jetzt bin ich hier im Steuerbordmaschinenraum und die Stelle ist quasi auch frei. Da kann ich also dann den Computer montieren. Darunter befindet sich allerdings eine Pumpe ziemlich dicht bei. Also so ein bisschen variieren muss ich schon, aber prinzipiell geht das. So, der Computer hängt an der Wand. Sprich, ich habe 4 Schrauben in eine Holzplatte geschraubt. Und das hat mich 1,5 bis 2 Stunden gedauert. Das mag man fast nicht glauben. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass man einfach nicht rankommt und nicht hingucken kann. Ich mache hier den Schlangenmenschen und drehe mich und fühle, und irgendwie geht es dann irgendwie, aber es dauert endlos lange. Ich hoffe, dass die nächsten Bauteile etwas zügiger gehen und das ganze Projekt nicht dann noch irgendwann scheitert, weil das mir einfach über den Kopf wächst.
Ja, und zwischendurch hatte ich dann auch noch Geburtstag. Das gehört jetzt zwar hier nicht her, aber kurz eine Impression vom Happy Auspacken der Geschenke. birthday Es hat to so viel Spaß me. gemacht. Happy birthday to me. Happy birthday, lieber Hannes. Happy birthday to me. So, das nächste Bauteil, das jetzt einzubauen ist, ist der sogenannte Rudder Feedback. Das übersetzen wir jetzt mal nicht. Ich glaube, das steht für sich auch auf Englisch. Das gute Stück sitzt hier hinter dieser Schubstange, die hier die beiden Quadranten von den beiden Ruderblättern miteinander verbindet. Ist also fast nicht zu erreichen, der Platz. Und greift auf den Quadranten selbst, um dann sozusagen die Bewegung des Quadranten in eine Schubbewegung und dann wiederum auf eine Drehbewegung von diesem Rudder Feedback auszulösen. Eine Sache wird mir auf jeden Fall jetzt schon mal klar: Diese Boote sind alle installiert, als die Hochzeit, also das Zusammenfügen des Ober- und des Unterteils des gesamten Schiffes, noch nicht stattgefunden hatte. Dann kam man da nämlich noch ran. Wenn das Boot jetzt so fertig ist, wie es jetzt eben fertig ist, kommt man eigentlich an all diese Installationen überhaupt nicht ran. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich gebe mir Mühe. Und dann sehe ich eben auch, dass die Befestigung dieses Rudder-Feedback, also dieser Schubstange auf den Quadranten, sagen wir mal so ein bisschen zusammengebastelt ist. Da ist so ein kleiner Distanzwürfel dazwischen. Was ich mir dazu einfallen lasse, weiß ich auch noch nicht. So, wir sind jetzt hier wieder im Motorraum der Steuerbordmaschine. Und was ihr seht, ist, dass ich dieses Rudder-Feedback schon mal da platziert habe, mehr aber auch ehrlich gesagt nicht. Das steht da jetzt so und ich habe diese Schubstange mal provisorisch daran befestigt und einfach auf den Quadranten mal aufgelegt, um so die Entfernung so ein bisschen abzumessen. Alleine den Akkuschrauber da hinten reinzukriegen war schon Unterfangen, weil einfach oberhalb und unterhalb der Schubstange nicht genügend Platz ist, um das da einzufädeln. Also jetzt die Schrauben da reinkriegen, damit will ich euch nicht langweilen. Drei Schrauben sind da reinzuschrauben. Das wird ein Projekt. Ich melde mich wahrscheinlich in einer Stunde wieder. So, vielleicht werde ich besser, wie auch immer. Gefühlt war das jetzt eine halbe Stunde für drei Schrauben. Montiert ist das Ding erstmal. Das heißt natürlich noch gar nichts, weil jetzt das Kabel ja im Grunde verlegt werden muss und mir ehrlich gesagt jetzt gerade aufgefallen ist, dass die Stecker, die da so dran sind, nicht mit dem übereinstimmen, was hier auf dem Schiff verbaut ist. Ich glaube zwar, dass es dasselbe System ist, aber die Art, das zusammenzustecken, ist hier auf dem Boot anders als in der Standardware. Ja, und am Abend etwas Folklore vor der spektakulären Kulisse von St. Anna. Eine schöne Abwechslung. Ja, bequemer ist es hier unten nicht geworden. Wetter ist auch ehrlich gesagt ein bisschen ätzend. Ich habe jede Sekunde Angst, dass es an zu regnen fängt und mir dann auf den Rücken regnet. Na, schauen wir mal. Das nächste Projekt ist jetzt das Ruderfeedback. Das muss montiert werden, auch auf dem Quadranten. Dazu musste ich mir ein kleines Bauteil fertigen lassen, wieder für ein unglaubliches Geld. Das ist mehr oder weniger so ein Distanzstück. Das werde ich euch jetzt zeigen und dann zeigen, wie ich das montiere. So, das ist jetzt mein drittes Bauteil, das ich einzubauen habe. Das ist eigentlich nur ein Distanzstück von 1,5 cm, das zwischen den Rudder Feedback, ich weiß gar nicht, wie ich das ins Deutsche übersetzen soll, und den Quadranten kommt. Da ist hier ein Gewinde eingeschnitten, da wird dieses Rudder-Feedback selbst befestigt und dann gibt es einfach zwei Löcher, durch die das Distanzstück dann auf diesem Quadranten montiert wird. Sieht einfach aus, hoffe ich auch, dass das ausnahmsweise mal eine einfache Geschichte wird. Ja,
Schauen wir mal. Also das kleine Distanzstück, das kommt im Endeffekt hier so drauf, damit der Rudder Feedback, das ist diese kleine Schubstange, die an diesem Geber hier hängt, horizontal auf dem Quadranten montiert werden kann. Vom Prinzip her kommt das Ding dann hier oben drauf und jetzt sieht man gerade gar nichts. So ungefähr oben drauf und das Ding selber wird dann eben auf dem Quadranten montiert. Das nächste Bauteil ist der Kompass. Der befindet sich Backbord unter den Bilgebrettern. Ist hier montiert möglichst auf Wasserhöhe und möglichst zentral im Schiff. Das ist bei einem Katamaran natürlich ein bisschen schwierig mit dem Zentral, weil zentral da ist nichts. Also aber vergleichsweise zentral dann eben in dem Backbordrumpf. Ich werde jetzt versuchen, den zweiten hier daneben noch zu montieren. Da ist noch so ein bisschen Platz. Problem ist so ein bisschen, dass man da mit der Schraube nicht mehr hinkommt, um das Ding dann zu justieren. Aber ich versuche das jetzt mal. So, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ihr was seht, weil das ist hier so eng. Das ist der alte, sagen wir mal, der alte Kompass. Das ist der Fäkalienschlauch. Und auf der anderen Seite ist der neue Kompass eingebaut. Sind natürlich total identisch, wunderbar, deswegen werde ich die auch gleich noch beschriften. Und hier hängt schon mal das Kabel, das dann hier auf diese Weiche hier zu setzen ist, wobei die Stecker eben, wie gesagt, anders sind als die Stecker, die ich jetzt hier mitgeliefert bekommen habe. Da muss ich bei Rollnautik, das ist hier der Ausrüster, mal nachfragen, was das für eine Bewandtnis hat. So, die Hydraulikeinheit wurde geliefert und ich habe die jetzt mal hier so reingestellt, wie sie irgendwie später mal irgendwie sein wird. Da ist oben also der Zylinder mit den drei angreifenden Schläuchen und die Schläuche führen dann zu einer Ölpumpe mit einem Sichtglas, die eben dann den Hydraulikzylinder antreibt. Das Problem ist jetzt natürlich, dass alle Montageteile, die hier so selbstverständlich an Backbord sind, hier jetzt natürlich fehlen. Und ich mir jetzt jemanden suchen darf, der mir das zeitnah irgendwie organisiert, diese Montagewinkel und Montageplatten. So, ich nehme jetzt sozusagen eine Schablone ab von den Montagepunkten. Also wie groß die Winkel sein müssen und welche Bohrungen in welchen Abständen sie haben müssen. Und hoffe kurzfristig jemanden zu finden, der das ja fertigt. Ja, ich wollte, dass du mit anfasst und jetzt. Noch kleiner Mal. Nochmal. Warte mal. Was ihr hier im Steuerbordmaschinenraum seht, ist die Druckplatte, die eigentlich zwischen den Hydraulikzylinder und die Montageplatte kommt. Ich habe die jetzt mal von unten gegengeschraubt als Bohrschablone, um die Löcher präzise so durchzubohren, dass sie dann auch unter den Bohrungen von dem Hydraulikzylinder sitzen.
Ich stecke kopfüber im Motorraum und bin immer froh, wenn ich jedes Mal irgendwie als Schlangenmensch wieder rauskomme. Zudem ist es irgendwie heute wieder mal ziemlich diesig und dunkel draußen, sodass ich jetzt schon die Kopfleuchte anhabe, um hier überhaupt arbeiten zu können. Der Zylinder selber ist montiert. Jetzt geht es um die Ölpumpe. Die Ölpumpe wird über so einen Winkel an dem Schott hier festgeschraubt. Dazu muss ich die Schallkulisse ein bisschen wegkratzen. Ja, Arbeitspause. Es regnet in Las Palmas und hier seht ihr noch den Abgasschlauch, durch den das feuchte Abgas von dem Motor aus dem Rumpf raus transportiert wird. Und Schallkulisse wegkratzen bedeutet schlicht und ergreifend, ich habe mir das so ein bisschen angezeichnet, wo ich das Loch brauche. Und jetzt geht es einfach darum, das hier durchzuschneiden und dann das Rechteck, das dabei entsteht, wegzukratzen. Dahinter ist dann irgendwie eine Platte, in der schon viele Dinge montiert sind. Insofern würde ich sagen, es ist auch in Ordnung, wenn ich meine Sachen da rein montiere. So Schrauben in irgendwelche Bauteile. Schrauben in so einem Boot ist ja immer irgendwie so eine Sache, da ist man sich nicht so ganz sicher. Ja, was heißt jetzt Montageplatte? Das ist die Montageplatte, die dann hier so an der Wand befestigt sein soll und auf die dann die Ölpumpe festgeschraubt wird. Ich hoffe sehr, dass ich das heute Abend noch irgendwie schaffe und dann geht es morgen weiter. Bis dann erstmal wieder. So, kleiner Zwischenerfolg. Die Konsole, nenne ich das jetzt mal, diesen Winkel, für die Ölpumpe habe ich montiert. Ich denke, das ist auch super stabil. Was ich ja entfernt hatte, war der Auspuff, also dieser Schlauch, der nach draußen führt. Den werde ich jetzt erstmal wieder einfädeln, bevor ich die Ölpumpe draufsetze, um mir das dann nicht unnötig schwer zu machen. So, dazu werden jetzt erstmal diese Kabelverbinder wieder vorgelegt. Die Dinger sind ja absolut Gold wert. Ohne die wäre Bootsbau nicht möglich. So, es ist fast nicht zu glauben. Die Ölpumpe ist montiert. Ist auch echt stabil, muss ich sagen. Also mache ich mir keine Sorgen. Was ich inzwischen gemacht habe, ist auch alle Leitungen, die ich lose gemacht hatte, um mich hier überhaupt bewegen zu können, wieder montiert und werden jetzt mit den Elektrostrapsen montiert, fixiert, nennen wir es mal so, damit hier nichts schüttelt und rüttelt. Das sind also dann diese Dinge, die dann immer abgelenkt werden, wobei ich mit diesem Ablenken ja so ein bisschen auf Kriegsfuß stehe, weil dadurch entstehen so scharfe Kanten, die eigentlich keiner haben will. Aber man macht das wohl irgendwie so. Ich würde die langen Dinger ja ehrlich gesagt am liebsten hängen lassen. So, der Hydraulikbehälter von dem Autopiloten, von dem Linearantrieb, sieht ein bisschen anders aus als bei dem ursprünglichen Autopiloten auf Backbord. Hier ist so ein großes Schauglas, das ist ja vielleicht gar nicht schlecht. Da ist so eine Linie, da sieht man, wie viel maximal Öl da drin sein sollte. Und da kann man das jetzt immer gut kontrollieren. Hier oben drauf, da sieht man noch, da ist so ein gelber Nippel. Der wird dann noch ersetzt gegen den Füllnippel. Der gelbe ist jetzt erstmal drauf, weil das System ja komplett gefüllt und abgedrückt geliefert worden ist. Der ist also druckfest und der muss dann runter und ersetzt werden gegen den... So, die vorbereitenden Arbeiten für den Autopiloten, sag ich mal, sind fertig. Vorbereitend bedeutet das Montieren der Elemente, damit dann ein Elektriker
hier die Verbindungen herstellen kann. Ich bin gespannt, ob das mal einfach so geht und ob der genau weiß, was er tun soll. So, hier ist der Computer. Den habe ich hier so rücklings an die Wand montiert, weil er schlicht und ergreifend auf der anderen Seite auch da ist. Und das hilft im Extremfall dann doch vielleicht, wenn das so spiegelbildlich wie möglich ist. Also das ist die Blackbox mit dem Computer, der dann alles zu rechnen hat. Dann gibt es hier den Rudder Feedback. Das ist so ein Sensor, der über eine Schubstange auf den Quadranten, also mit dem Quadranten verbunden ist. Da seht ihr dieses kleine Bauteil, da, das ich gerade montiert habe. Ich hoffe, das ist überhaupt scharf. Das ist alles hier so eng. So, hier ist unser Hauptstück, also der Zylinder. Das Hydraulikelement besteht eben aus diesem Zylinder, verbunden mit drei Leitungen auf die Ölpumpe, die da unten sich befindet. Tja, that's it. Aber drei Tage Arbeit. Ja, der wichtigste Mitfahrer, oder ist ja eigentlich schon fast der Skipper, ist der Autopilot. Ich chill hier so auf der Bank und guck mir die grauen Wolken an. Und der Autopilot tut brav seine Arbeit. Das ist noch der, ich sag mal ein Häkchen, der alte Autopilot. Wir werden nachher mal umschalten auf den neuen und mal gucken, was da passiert. Ja, zum Einbau eines neuen Autopilotensystems gehört das Kalibrieren des neuen Kompasses. Dazu sind wir mit Carlos aus der Marine ausgefahren und haben ganz komisch aussehende Kreise gedreht im Hafenbecken und sind schnurgerade durchs Hafenbecken gefahren, was bei dem Wellengang, den wir hatten, auch nicht ganz so einfach war. Auf jeden Fall war nach einer halben Stunde oder Stunde alles kalibriert und wir konnten es ausprobieren. So, das Ganze läuft also folgendermaßen ab. Also wenn der Fall eintreten sollte, dass der Autopilot aus irgendwelchen Gründen in irgendeiner Form nicht funktioniert, wird man natürlich erstmal auf Standby gehen. Irgendjemand muss dann also erstmal für eine Minute Ruder gehen. Dann geht man an die Bugskiste und schaltet die drei Schalter erst auf neutral und dann auf die jeweilige andere Seite. Auf dem Plotter müssen dann der Ruderfeedback, also dieser Rückgeber, und der Kompass jeweils auf den jeweils anderen umgestellt werden. Das Ganze hat bisher gut funktioniert und wir haben auch schon so einige Meilen auf dem neuen Autopiloten segeln können. You had me at a low, 'cause where you go is where I go. I don't need nobody else, I got you and you got me too.